Alter, du bist genau richtig gefahren. Da muss man richtig logistisch klug denken, ne? Naja. Ah, scheiß Bullen! Haben die dich weggedreht? Ja, also die drängen mich gerade ein. So, ich stehe zwischen zwei Bullen. Oh nein, komm. Wir steigen die beide aus, Gabby, wir sterben! Oh mein Gott! Du bist gestorben! Ah, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil GTA Online Action! Und zwar zusammen mit dem Dena, hallo! Hallo, Kev! Willkommen zu einer neuen Challenge. Oh, da, warte, Kev, die wollen dich abholen. Hier ist Kev, hier ist Kev! Niemals, niemals! wir machen heute eine neue Challenge und zwar, Kev, was darf man heute nur? Genau, das war ein Zuschauervorschlag, dabei möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Wir haben zwar schon viele Autorennen gemacht, aber wir haben immer ein besonderes Handicap. Diese Challenge ist jetzt ohne Verkehrsregeln im weitesten Sinne, obwohl man trotzdem dem Straßenverlauf folgen muss. Das heißt, was ist jetzt so spannend daran? Wir haben die gleichen Autos zum ersten und das zweite ist, wir dürfen beide nur in eine Richtung lenken und wir müssen die gleiche nehmen. Das heißt, wir dürfen beide nach rechts oder beide nach links? Ich würde einfach sagen, ich bin für rechts. Ich bin für links. Und wir machen das so, dass... Xing-Shang-Shang. Genau, Xing-Shang schon. Wir sagen auf drei Stein, Schere oder Papier. Ja, und wir müssen es zeigen in der Kamera. Okay. Also bereit! Bereit! Drei! Kev, die holen dich wirklich! Ah, nee, doch nicht. Alter, was will der hier? Okay. Und okay. Xing! Warte! Okay, bereit? Ja. Xing! Xing-Shang-Shang! Ich hatte Schere. Ich auch. Okay. Warte, okay, der kommt wieder! Mir. Nein, Kev, du gehörst an Sterne. Ja, stimmt, stimmt, okay, gut. Also bereit? Okay. Spring! Spring! Shang! Shang! Stein! Ich auch. Okay, nochmal! Shing! Warte! Shing! Shang! 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 Stein! Auf vier! Fuck! Und ich war für rechts, das heißt, wir dürfen nur nach rechts fahren. Okay. Ja, übel zum Arsch. Wie soll ich denn hier nach rechts fahren? Hab ich doch verloren. Ja, selber, ist egal. Aber man darf vor- und rückwärts fahren, ne? Ich darf den Controller nur nach rechts drücken. Ja, man also darf hier, auch. Hier, also. Man darf auch geradeaus fahren. So hin, dass wir hier beide rauskommen. So. Und danach darf man wirklich auch nur nach rechts fahren. Wenn du ja rückwärts nach rechts fährst, guck, ist es ja was anderes. Als wenn du so fährst. Nee, läuft. Nee. Stimmt. Man darf immer nur nach rechts drücken, ja. Also rechts und geradeaus darf man, ne? So. Wir beide dürfen jetzt so fahren und du hast nach spontanes Jahr muss ich noch annehmen, ne? Genau. Ich weiß nicht, wo es hingeht, aber ich vertraue denen halt einfach mal. Bisschen durch die Stadt und dann in die Berge rein. Und wenn man, genau, man muss dem Straßenverlauf weitestgehend folgen. Man darf sich jetzt nicht mitten auf der Straße so lange drehen, bis man durch das ganze Rechtsfahren irgendwann links fährt. Nein, man muss dann dem Straßenverlauf folgen bis zur nächsten Kreuzung. Mhm. Okay, legst du los? Okay, dann 3, 2, 1, go! Go! Yeah! Was ist denn mein... Ja, ich durfte nur nach rechts. Ey, ist das ein Assi, Alter. Achso, aber ist ja ohne Verkehrsregeln. Ich bin gerade auf Verkehrsregeln gefahren, ich Depp. Oh, Kev. Ich muss hier nach rechts lang. Naja, immer rechts fahren. Oh Gott, das war zu weit. Scheiße! Oh, Mist! Nein! Scheiße, was mach ich jetzt? Achso, oh nein, ich hab mich hier lang gedreht. Ich muss wieder rechts fahren. Als wenn du rückwärts fährst und dein Auto in die Richtung zeigt von der Straße, die gehen würde, ja, musst du da auch lang fahren. Okay, verstehe ich nicht ganz. Oh nein, meiner hat sich falsch rumgedreht. Leco mio. Ich hab mich in die Wand geflogen, mein Auto hat sich 180 Grad gedreht, das heißt, ich muss geradeaus fahren. Hey, wie fahr ich denn da? Wie komme ich, soll ich denn hier lang? Da nach links kommen, das geht ja gar nicht. Hier lang! Ja, aber man darf jetzt nicht rückwärts in Form fahren, oder? Nee. Ich sag ja, wenn. Ich habe jetzt jemanden gerammt, wenn das Auto sich in. Ja, fahr weg, du Penner! Wenn das Auto sich in Richtung. Der entgegengesetzten Straßenrichtung drehst, dann musst du dich auch drehen, klar. Logisch. Ja, ich meine, man kann ja. Oh, geil! Das war ja perfekt. Ich glaube, du fährst anders als ich, habe ich das Gefühl. Warte. Das Ding ist, ja, ich bin hier noch hier hinten. Ja, das Ding ist, wenn man kann ja einfach kurz rückwärts fahren, dann ist man gerade sozusagen. Wenn du rückwärts rechts fährst, dann bist du ja gerade. Hä? Ja, aber was ist. Aber das Ding ist, das darf man ja gerade nicht. Ja, das meinte ich ja gerade. Das habe ich ja gerade gemacht. Wenn, wenn du auf einer geraden Strecke bist, für mich auf Polizei, ich bin im Arsch. Wie soll ich die Polizei wegfahren, wenn ich nur rechts fahre? Ja. Ich bin rechts.
Ja, das bist du, ne? Ja. Ja, Kev, dann halt doch mal hier kurz ein, wenn wir hier genau hintereinander sind. Ich meine, auch so geht das. Warte, Polizei, ich kann doch nicht halten. Ja, okay. Ey, hau mich nicht da rein. Du bist da links gefahren! Nein, ich bin dagegen gefahren. Ah. Ja, Leute, scheiß Bullen. Ja, sowas darf ich jetzt zum Beispiel, ne? Ich hab auch Bullen, warum mach ich Bullen? Ja, oh, geile Aktion! Ja, aber man darf auch beim Rückwärtsfahren, muss ich ja nach rechts drücken oder soll ich dann nach links drücken? Ja, nee, nee, das ist schon richtig. Aber beispielsweise... Ich bin ja links gefahren. Wenn man kurz links fährt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, blablabla. Also, man darf sich so gerade stellen, aber wenn man auf einer geraden Straße, weil wenn du zum Beispiel auf einer Kreuzung dich so drehen würdest, dass du rechts lang woanders hinfahren könntest. Ja, das geht nicht, aber man darf, dass man geradeaus weiterfährt, ja? Ja, weil weißt du, wenn die Straße an sich so ein bisschen geschwungen ist, ey, dann hast du Pech. Dann darfst du dich zurechtsetzen. Ja. So. Oh, fuck. Jawohl, weiter geht's. Oh, fuck. Sackgasse, Kev? Nein, ich darf nur rechts fahren. Nur scheiße, ich auch. Ich gerade auch. Ey, Alter, du hast den Weg wohl schon weit weg gemacht, ne? Ja, ja. Oh, fuck, wie soll ich denn jetzt hier... Das ist richtig... Hätte ich gar nicht gedacht, dass es so schwer ist, ne? Ich auch nicht. Mann! Ich muss ja jetzt hier nach rechts fahren. Ja. Jetzt muss ich hier die Brücke nehmen. Oh, scheiß Polizei. Also man darf... Ich muss hier unten durchfahren. Unter durch den Tunnel. Ja, und die Bullen, die blocken mich jetzt weg, oder was? Mhm. Aber man darf... Ich setze mich gerade manchmal so, wenn die Bullen mich anhalten, fahre ich kurz und setze mich ein bisschen nach rechts zurück, nur damit ich wieder nur also geradeaus... Also auch auf der rechten Taste, ne? Ja, ja. Ja, ja, mach ich auch. Weil so. Sonst fahre ich in die Wand, weißt du? Ja, logisch, logisch. Also ich lasse mich immer an der Wand so ab... Ja, ja, das versuche ich auch, aber manchmal geht's nicht. Zum Beispiel, wenn die Bullen jetzt direkt vor mir stehen, dann muss ich mich ja ein bisschen so... Ah, logisch. Alter, du bist genau richtig gefahren. Da muss man richtig logistisch klug denken, ne? Naja, ah, scheiß Bullen! Haben die dich weggedreht? Ja, also die drängen mich gerade ein, so. Ich stehe zwischen zwei Bullen. Oh nein, komm! Jetzt steigen die beide aus, Gabe, jetzt will ich sterben! Oh mein Gott! Du bist gestorben! Ja, jetzt hole ich mir ein anderes Auto, oder? Ja, das darf nur kein besseres Auto als das sein. Okay. Also ich fahre jetzt extra geradeaus in so eine Vitrine rein, damit mich das dreht. Ich muss das nächste Auto mir holen, was ungefähr das gleiche ist, ne? Also... Oh, scheiße. Fahr einfach. Ist nur Scheißautos. Drücke nicht nach links, Leute, aber so darf ich mich ja jetzt natürlich mit der rechten Maustaste... Ich habe jetzt ein bisschen schlechtes Auto, aber das ist mein Pech, ne? Ja, YOLO. Ich weiß gar nicht, ob ich gut vorankomme, weil das Ding ist... Was? Polizeiauto hat mich von hinten wieder links gedrückt. Hm? Was denn? Oh Gott. Die haben mich so gedrückt, dass ich hier gar nicht schaffen kann. Warte, ich bleib hier stehen, hoffe auf gut Glück. Ich habe nichts gedrückt, Leute. Dass die Polizisten mich jetzt lenken. Oh nein, die lenken mich nicht. Scheiße, wie komme ich jetzt nach rechts? Doch, die lenken mich! Oh nein! Nein! Ha? Was geht? Ich bin zwischen zwei Polizisten eingesperrt gewesen. Also das ist jetzt verboten, das sehe ich ein. Deswegen, ich fahre kurz nach links, das ist meine Strafe sozusagen. Und fahre hier geradeaus, weil ich habe mich... So. Also jetzt wieder nur noch rechts lang, aber wie mache ich das? Ich bin jetzt schon in der Villengegend. Was? Hm. Bist du schon so gerade ausgekommen? Ich bin einfach gerade ausgefahren die ganze Zeit. Ohne Bull. Ah, Scheiße! Ah, warte doch, das geht hier noch. Ja. Alter, die Bullen, wenn die Bullen einen Raum hat, man verloren. Ja, ich war zwischen zwei eingequetscht. Ja, musst du ja rückwärts rechts fahren. So. Nee, ich war vor mir war einer und einer war hinter mir. Dann ging gar nichts mehr. Oh ja! Hier hat jetzt einer gerammt, ist das ein Penner? Achso, ich muss ja hier. Scheiße. Ja, ah, ich kann gegen die Wand fahren. Mal gucken. Nein! Jawohl. Mein Auto brennt! Ich bin abgeschossen. Mein Auto brennt. Da muss ich auch ein neues Auto holen, so wie ich. Ja, aber ich starte von da, wo ich spawne, ne? Ja. Weißt du, Kev, du musst immer taktisch klug fahren. Zum Beispiel, ich weiß, ich muss hier nach links, also fahre ich einfach einen weiter und fahre dann im Block. Ja, und was ist, wenn ich war so ein Eingang bei einer Villa und da gibt's keine Kreuzung? Warte, ich hab grad ein Problem. Mal gucken. Doch, das schaffe ich. Ja, ich bin so geil gespawnt. Ja? So dermaßen geil gespawnt. Ich bin, glaube ich, auch relativ gut gespawnt, weil dadurch konnte ich so voll schnell. Musste ich fast nur noch geradeaus fahren. Ja, ja. So. Oh, fuck. Ah, hier darf ich, ja. So. Ein bisschen, damit die Wand mich ausgleicht, den Rest. Ich bin ja schon voll unterwegs, Alter. Unnormal. Weil ich habe gerade kurz korrigiert mit links, das muss Sperre geben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Blub. Weil das war aus. Da bist du ja! Ja! Oh mein Gott, du bist ja perfekt gefahren! Ich hab die Laterne gerade gebogen! Ich hab die Laterne gerade gebogen!
Oh mein Gott, scheiße, ich schaff's nicht. Doch, ich schaff's. Oh Gott, danke, Kev. Das hat mir geholfen. Alter, mir auch. Ich bin jetzt gegen Verkehr. Oh nein. Ah, scheiße. Ich komme hier nicht voran. Alter, wie soll man denn hier durchkommen? Doch, ich hab's geschafft. Jawohl. Manchmal muss man so direkt an die Wand fahren, damit man... Oh Gott, damit man extra nach vorne kommt wieder. Ja, mach ich auch immer. Oh. Sei vor mir. Jawohl, oh nein. Das Assis. Ja, ich sehe die Polizei. Aber die Polizei ist auch sauer auf mich. Ah, ich sehe dich da vorne. Oh nein, scheiß Polizei. Oh mein Gott. Ich wurde umgedreht. Ich auch. Aber ich bin von selbst halt wieder gestanden. Alter, ich muss komplett runterfahren, ne? Nicht nett. Oh Gott. Ich wurde umgedreht, was soll ich machen? Ja, ja. So. Ich muss ja rechts fahren. Aber ich muss... Ah, komm schon, bitte. Jawohl. Ich hab Glück gehabt. Ist das asozial. Ah, Gas geben. Nein! Ja. Oh, Polizei! Scheiße, ich bin eingeklemmt zwischen zwei Polizei. Die werden gleich wieder aussteigen und mich killen. Tötet ihn, tötet ihn! Nein, tötet mich nicht! Hör auf, bitte, ich bin ganz lieb! Ihr Spastis, nein! Oh nein! Ihr Spastis, nein! Ey, nein, das ist übertrieben schwer, das schaffen wir niemals. Doch, doch. So weit ist nicht mehr. Ich fahre noch zwei Reifen, nice. Ich bin auf dem... Wo bin ich denn gespawnt? Du musst hier gerade ausfahren. Ah, sie steigen aus! Ich bin richtig weit weggespawnt von der ganzen Zivilisation. Ich muss jetzt zur Straße laufen. Oh, Dena, ich liebe dich. Soll ich was? Sagen, wieso? Wieso? Weil mein Auto ein Linksding hat, weil es kaputt ist. Weißt du, wie geil das ist? Das ist, wenn ich nichts mache, fahre ich nach links. Ah, warte, ich hab hier. Man muss immer sofort das erste Auto nehmen, was man sieht. Das ist so lustigerweise das gleiche Auto, wie ich gerade eben hatte. So. Nein, mein Auto qualmt wieder. Hm? Mein Auto qualmt wieder. Ich kann nur versuchen, die Polizei zusammenzuschlagen. Ja, ich habe ihm eine Schelle gegeben. Ich will eine Polizei. Nein, ich war fast ein Polizeiauto drin. Ich hab dem Polizisten eine Schelle gegeben, der lag auf dem Boden, aber sein Kollege hat mich abgeschossen. Ja. Eigentlich darf man gar nicht aussteigen, ich bin extra nicht ausgestiegen. Nee, mein Auto hat gebrannt. Ach so, cool. Das heißt, es fuhr nicht mehr. Mmh. Das Parken steht. Jo, mitnehmen. Ich bin auf einem ganz guten Weg. Alter, du bist so nah dran. Na guck mal, wie weit ich weg bin, du bist. Aber das Ding ist, Kev, jetzt geht die Kurve nach links und so eine U-Kurve. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Ah, jawohl! Yes! Das war sehr gut. Ich bin so gegengefahren, dass es ging. Oh nein, komm schon! Scheiße! Oh, ich kann ja einmal so rumfahren. Darf man auch im Gegenverkehr fahren? Nee, ne? Nee, eigentlich nicht. Okay, hier ist aber so eine natürliche Kurve. Sehr schön. Hey, ist so eine natürliche Rundkurve. Muss denn wieder runterfahren, Kev? Ja, YOLO, ne? Ich komm da ja nicht anders hin. Ja, scheiße! Ja, da darf man. Also, wenn das eine U-Kurve ist, Kev, dann geht's nicht, ne? Dann musst du von der anderen Seite kommen. Oh, scheiße, was denn jetzt? Ja. Wenn du von der anderen Seite kommst, dann geht das. Junge, können die mir nicht aus dem Weg gehen und nicht verarschen? So. Ja, jetzt geht das so U-Kurvenmäßig hier runter. Ich hab's nur geschafft, weil hier eine. Oh, so Kackeiern, Alter, ich darf. Mein Auto hat einen übelsten Rechtsstick. Ich war auch so schon genug nach rechts. So. Ja! Das Auto dreht mich. Hm? Ja, ich könnte es schaffen. Nein! Fuck it. Ich darf nur nach rechts. Das heißt, ich muss hier lang fahren. Fuck. Hä, ich hab manchmal, das ist richtig komisch hier, so. Komm schon, jawohl. Hier schön hoch. Dann muss ich da oben rechts fahren, glaub ich. Aber weißt du, wenn das so eine U-Kurve ist in den Serpentinen, so, dann darfst du den nicht hochfahren, ne? Kannst ja die U-Kurve kannst du ja folgen. Der U-Kurve darf man folgen, aber man darf doch nicht nach links lenken. Wenn die U-Kurve nach links geht, weißt du? Ja. Dann darfst du dir doch nicht folgen. Weil du fährst doch geradeaus, du darfst doch nicht nach links lenken. Junge, fahr jetzt endlich, du Schwuchtel. Scheiße, ich bin nach links gefahren. 1, 2, 3, 4, wie viele Sekunden sind es eigentlich? 5. 10. Aber Kev, was sagst du denn dazu? Wenn die U-Kurve nach links geht, dann darf man die doch eigentlich nicht fahren, dann muss man wieder rückwärts runter. Ja, ich glaub, das wird sowieso nichts mehr. Nur rechts fahren, ich bin hängen gerade in der Stadt, wo ich nicht weiterkomme. In der Stadt? Ich bin irgendwo falsch abgebogen, glaube ich. Also ich schaff's locker. Und ich muss voll außen rumfahren so die ganze Zeit. Mann, hat sich gedreht. Oh Gott. Ich darf's fahren. Nice. Ja, versuch's erstmal so lange, wie es geht. Ich schaff das. Wenn es wirklich sein sollte, dass es gar nicht geht, auch wenn ich dann wieder da bin, gewinnst du einfach. Ja. Nee, ich muss ja nur voll außen rumfahren, aber ich schaff das. Ja, guck mal, ich bin ja noch in der Stadt. Weil ja, war so ungünstig. Ich bin jetzt durch die wilden Gegend durch. Und das war das Schwerste. Ja, und die Autos bringe ich gerade richtig gut. Jawohl! Die Autos haben mich richtig gut hier durchgelenkt, die anderen Autos. Ah, jetzt bin ich aber. Polizei oder was? Ha?
Wollte ich die Polizei? Nö, ich bin losgeworden. Jetzt muss ich einmal rückwärts fahren. Kev, wenn ich rückwärts auf der, wenn ich quer auf der Straße fahre, in welche Richtung darf ich dann fahren? Ja, die nach rechts wäre, ne? Das heißt, ich muss jetzt wieder runterfahren? Echt? Scheiße, Alter. Das ist so zum Kotzen. Aber ich spüre das, weil mein Wagen gerade natürlich einen Linkstick hat. Oh, fuck. Also, wenn du natürlich durch Rückwärtsfahren rechts direkt da hinkommen würdest, kannst du auch wieder andersrum fahren, ne? Oh, Leitschanken sind immer gut, ne? Ja, weil die einen in die richtige Richtung lenken. Ja. Oh mein Gott, ich muss es schaffen, dass ich hier mich wieder umdrehe. Oh, komm schon, bitte. Darf man nur nicht so spitz erwischen. Ah, scheiße. Alter, das ist ja ein komm, Berg. Komm, dreh mich. Jawohl, komm schon. Die Frau muss jetzt sauer werden. Oh Mann, sie ist einfach vorbeigefahren. Ah, da kommt noch einer. Oh. Darf man schießen, damit die anderen Autofahrer sauer sind? Ja. Okay. Oh lol, es hat mich ein Polizeiauto weggedreht. Warte, jetzt kommt aber einer. Lass mich in Ruhe. Oh, komm schon. Oh Mann. Jetzt steigt sie aus und rennt weg. Oh, scheiße. Ja, der Berg bringt mich in die richtige Position. Ah, ich darf ja nach rechts fahren. Ich Depp. Klar, ist ja voll easy. Du darfst nach rechts fahren. Das ist das Einzige, was du darfst in dieser Challenge. Ja, ich weiß. Ja. Alter, die Berge, die sind mir wohlgesinnt. Ohne Witz, die Berge bringen mich in die richtige Position. Guck mal, wo ich bin, Dena. Oh nein. Die Berge bringen mich gerade in die richtige Position. Ja, ich bin gerade voll falsch, weil ich nichts machen kann. Und mein, oh nein, ich darf ja nicht lenken. Ja, die Berge bringen mich in die Position. Jetzt fahre ich runter. Es sei denn, ich fahre voll weit rückwärts hoch. Oh, ich fahre rückwärts den Berg wieder hoch. Nein. Ich fahre gerade rückwärts den Berg hoch. Die Berge sind mir wohlgesinnt. Guck mal das an. Ja? Oh mein Gott. Ja, und jetzt rechts fahren. Kevin, ich bin auf dem Gelände, weil ich musste hochfahren und wieder rückwärts. Das war da aber kein Problem, ne? Ich bin so Kickflip-artig vom Berg hochgefahren und der hat mich zufälligerweise in die richtige Richtung gedreht. Oh, scheiße, jetzt muss ich mich hier ein Auto in die richtige Richtung drehen. Oh, bitte, jetzt komm! Wieder! Hier muss jetzt so ein scheiß Auto kommen. Bin ich ein Lucky Boy! Oh, jetzt muss ein scheiß Auto kommen! Ah, da vorne kommt einer, bitte fahr geradeaus, bitte fahr geradeaus! Nein, ich hab mich scheiße hingedreht! Komm schon, jawohl, der fährt geradeaus, Und jetzt, bitte, ramm mich, du Spasti, ramm mich! No. Nein, er hat mich nicht gerammt. Okay, ich bin nach links gefahren jetzt hier, aber das ist nur, weil ich meine Strafe entgegennehmen muss. Oh fuck, nach links gedrückt. Eins, zwei. Komm schon, bieg doch hier ab, du Spasti, jawohl. 5, 6. Jetzt, 7. Dreh mich. 8, oh Mann. 9, 10. Alter, Dena, du merkst, wie ernst ich meine Prüfung nehme. Ich bin gerade vor den Bullen, obwohl die hinter mir stehen, 10 Sekunden stehen geblieben. Oh Mann. Warte. Jetzt, wenn der jetzt fahren würde, wäre es gut. Jetzt fahr. Ich bin 10 Sekunden stehen geblieben. Oh ja, oh ja, fahr weiter. Jawohl. Oh, nein. Scheiß Basti. Alter, ich hab übrigens einen Rechtsstick mit dem Auto. Das ist doch so schon schwer genug. Scheiße, wie dreh ich mich denn jetzt? Was? Die haben mich richtig umgedreht. Hä? Die Bullen haben mich richtig gedreht. Boah, das hätte ich auch gerne. Ich weiß nicht, wie ich mich jetzt hier drehen soll. Nein, nicht wieder falsch umdrehen. Oh, mein Auto hat einen Rechtsstick. Oh. Ja, meins auch, aber nur ein Rechtsstick, mehr nicht. Jetzt, ich bin fast wieder richtig, glaube ich. Komm, dreh mich. Lol, die Bullen drehen mich richtig. Jetzt los, dreh mich. Jawohl. Dankeschön. Ich darf ja nach rechts fahren. Nein. Mein Auto ist so kaputt. Doch, ich habe nichts gedrückt, Leute. Meiner driftet hier. Alter, Dena, ich sehe das hier schon. Ja, scheiße, ich komme einfach nicht nach rechts. Nicht nach links. Moin. Die haben mich fast... Irgend so ein Spasti soll ich jetzt mal drehen. Jawohl, der hier. Ich fahr hier hoch, in der Hoffnung, dass ich gedreht werde. Spastis müssen mich drehen. Oh ja, der hat mich fast gedreht, scheiß Polizei. Komm schon, dreh mich, trau dich. Nein, nicht so. Na! Jetzt dreh mich doch einmal, scheiß Polizei. Ich bin gestorben. Ich sterbe auch gleich. Das wäre wahrscheinlich gut, wenn ich einfach sterben will. Komm schon, der dreht mich vielleicht. Schieß, los, fahr. Oh, warum steigen die denn alle aus, wenn ich schieße? Die sollen dann schnell panisch wegfahren. Oh, jetzt. Mann. Oh, lol, wo bin ich denn? Muss ich auf der Straße warten, wo ein Auto ist? Da ist keins. Jetzt kommt schon. Oh nein, jetzt werde ich sterben. Aber vielleicht ist es gut, wenn ich sterbe. Hallo, Autos. Vielleicht ist es gut, wenn ich sterbe. Komm schon. Komm. Oh mein Gott. Ja, da ist ein Auto. Erst was ich. Alter, so ein Monster. Ja, man muss das erste Auto nehmen, was man sieht. Ja, ja, Monster. Also die ersten, die ich sehe, habe ich nicht bekommen, weil ich zu schnell wegfahren. Ja, das erste, was man halt bekommt. Oh, das bringt mir aber gar nichts. Weißt du, was der Geheimtrick ist? Was? Indem du so gegen Laternen und so fährst. Klar. Oh Gott, ich komme da durch. Oh Mist, aber wie komme ich denn jetzt halt in die richtige Richtung, ist die Frage. Achso, darf man das? Das darf ich ja gar nicht machen. Fuck. Komm. Schieb mich, der muss mich halt schieben.
Ich dürfte sowas hier machen, weil ich fahre ja nur rechts. Fahr schneller, du Spasti! Nein! Der Monster Truck fährt hier über die Leitplanken rüber! Gedreht! Ich habe nichts gemacht, Leute! Der muss fahren. Monster Truck fährt über die Leitplanken rüber, Dena. Wie scheiße ist das denn? Ja. Oh Mann, warum die Spasti-Tante? Oh nein, jetzt drehen wir auch noch in die falsche Richtung. Fahr. Der Berg ist mein Freund. Der Berg ist mein Freund. Oh, ich muss jetzt einen neuen Weg finden. Oh, ich darf nicht an... Oh Gott, so vorbei. Ich fahr jetzt einfach über Gelände. Oh, scheiße. Alter, Dena, das kann ich gar nicht schaffen. Ja? Jawohl. Jawohl, jetzt kann ich rechts fahren. Ja, und jetzt einfach schön... denn ich fahr hier runter. Warte, das ist da kritisch. Kritisch. Ja. Ah, schaff's. Ja, der Weg hat mich gedreht! Jawohl! Okay, ich bin wieder auf dem Weg. Hier darf ich rechts fahren? In der Hoffnung. Oh, fahr rechts, mein Freund! Ja, rechts darfst du immer fahren, ne? Oh ah nein, Gott. Ich häng auf dem Berg fest! Na, oh, danke für... Oh, Schissel, Missel, to the Dizzle. Fahr nur nach rechts, ihr seht es selber. Scheiße. Ja! Nein! Oh Gott! Nein! Und schon wieder bin ich... Oh fuck, und ich bin am Arsch. Ich bin auf dem Dach, Kev. Dena, wenn ich jetzt die schießt hier runterfahre... Die schießt auf mich! Bin tot. Wenn ich jetzt hier runterfahre, habe ich verloren. Ja. Da hast du wahrscheinlich verloren. Aber ich darf immer nach rechts drücken, egal wie es ist, ne? Nee, außer beim Rückwärtsfahren. Du darfst ja nicht rückwärts in die richtige Richtung fahren. Nee, das aber vorwärts darf ich immer nach rechts fahren, wie ich will, ne? Ja, klar. Außer auf einer Kreuzung drehen. Ja, außer... Aber wenn ich so provoziere, gegen den Berg zu fahren, aber und ja, der mich dreht? Ja, aber du darfst nicht auf der Straße drehen einfach. Das geht ja auch nicht. Nee, der Berg muss mich schon drehen. Au. Alter, Dena, ich bin ganz vom Ziel, aber ich komme hier nicht ran. Warte, oh mein Gott, Auto! Stopp! Oh, wie sind die ganzen Spaß? Die Autos fahren mich einfach alle um. Also, ich darf ja nur nach rechts drücken. Was soll ich hier machen? Hä? Lolli ist Minenschacht. Also, ja. Ich darf aber schon wieder rechts rückwärts fahren, damit ich auf die Straße komme, ne? Ja. Ja, wollte gerade sagen. Kann ich auch so hier lenken, habe ich gewonnen. Hä? Nein, so, nein, das ist zu einfach. Da hätte ich auch Nee, ich meine, damit ich, wenn ich zum Beispiel schräg fahre. Dann, ja, aber dann darf man sie nicht einfach so korrigieren. Darf man nicht rechts nach hinten fahren? Doch. Ja, zum leichten Korrigieren ja, aber nicht, wenn das einen entscheidenden Vorteil bringt. Ja, was heißt das jetzt? Ich stehe jetzt vorm Ziel. Ja, keine Ahnung. Also ich weiß, vielleicht war die Challenge doch nicht ganz durchdacht. Schreibt aber, das Ding ist, ich gebe den Sieg gerne ab, ich fahre jetzt einfach rein, weil die übertrieben schwer ist. Mir ist. Das war sogar Glück, dass ich runtergefallen bin, weil da hätte ich links fahren müssen und jetzt. Also eigentlich bin ich immer nur rechts gefahren. Das Ding ist halt, wenn ich zum Beispiel rechts auf den Berg hochgefahren bin und der mich so kickflipartig dann in Richtung der Straße hingedreht hat, das ja, ist. Das habe ich aber auch ab und zu gemacht. Und. Hier lässt sich halt nicht vermeiden, hier sowas. Die Frage ist, schreibt einmal bei Dena und bei mir in die Kommentare, ob ihr sagt, okay, den Sieg rechne ich an, oder ob ihr sagt, nee, das fand ich wirklich ein bisschen zu schwammig, da, ich fand aber so die Grundidee halt von der Challenge so richtig gut, deswegen können wir die auch gerne irgendwann nochmal machen, wenn wir so genaue Regeln dafür haben. Ja, wir könnten ja zum Beispiel sagen, man muss immer rechts fahren, aber darf auch beide Richtungen drücken. Ja, oder man sagt, man darf nur nach rechts drücken, egal was, aber man darf halt auch rückwärts fahren, so. Ja, das zum Beispiel. Dann darf man halt nach rückwärts fahren, das heißt, man muss halt immer korrigieren, so. Wobei ja, das wahrscheinlich an Kreuzungen zu leicht dann ist, ne? Weil du darfst dann halt jede Kreuzung, kannst ja nach links fahren, indem du einfach ja, immer rückwärts. Man könnte ja sagen, außer an Kreuzungen sozusagen. Okay, aber was ist denn, wenn man auf Straßen falsch herum ist? Ja, weil das ist halt auch ganz häufig... Das ist ein schwieriges Konzept halt einfach nur. Weil wenn oder man sagt, man darf nur vorwärts fahren und nur nach rechts drücken. Weil hier, guck mal, warte mal hier. Weil guck mal, wenn ich jetzt auf der Straße bin, so. Und ich möchte andersrum. Weißt so, du? Dann fahr ich einfach rückwärts, ich drücke hier nur nach rechts und fertig. Ja, nee, aber was ich gemacht habe zum Beispiel, beispielsweise ich war hier so rum und musste aber in die andere Richtung. Dann habe ich einfach, oh fuck. Mit dem Monster Truck ging das übelst schwer. Beispielsweise so hab dann gesagt, okay, ich fahr nach rechts. Hier den Berg so hoch. Hab ich halt gehofft, dass er mich beim Runterfallen. Ja, ich weiß. Aber jetzt hat er das zum Beispiel nicht gemacht. Und was ist jetzt? Weil das ist. Ein bisschen einfach alles dann. Ja, guck mal, aber so habe ich jetzt schon wieder verkackt, ne? Und so durfte ich halt nicht korrigieren. Ja, ja. Weil so wäre zum Beispiel auch scheiße, ne? Eben, so ist ja mega einfach. Ja. Aber das Ding ist, vielleicht, aber ich denke, dass man sagt, man darf dann nur nach rechts fahren, aber auch nur vorwärts. Man kann ja sagen, man darf nur Rechtsabbieger machen. Aber man darf so fahren, wie man möchte, aber man darf halt immer nur rechts abbiegen. Man darf nie nach links abbiegen.
Naja, aber ist sowieso das jetzt eure Aufgabe. Ihr könnt uns das rein genau in die Kommentare schreiben. Wie ihr das am besten findet, das wäre ganz wichtig für uns. Und weil wir wollen es ja so machen, wie ihr das cool findet, wie ihr dann Spaß habt. Und dann haben wir nämlich auch Spaß dran. So, das war's aber für die heutige Folge. Eine extrem lange Challenge, würde ich mal sagen. Ich habe gar keine Ahnung, wie lange das jetzt gedauert hat. 25 Minuten fast. Krasser Scheiß. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann drückt den Daumen nach oben und dann sehen wir uns morgen bei einer neuen Folge GTA Online wieder. Schaut auch bei Kev vorbei und also schaut bei jeweils anderen vorbei, um beide Sichten sehen zu können. Und Link in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao.